Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Map-Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt die Maypole Farm Map an, Version 1.0. Das Ganze kommt von Luke 159 so rum, Farmerdead, Stardog, Hodge, oder Hodge, wie man es immer richtig ausspricht, und Stew. Gibt es nur für PC und Mac, ne, klarer Fall. Einmal neue Safe Game anfangen und Spaß haben. Ihr benötigt noch das More Animals Skript, dass ihr hier die Tiere alle so nutzen könnt, wie ihr sie nutzen könnt, weil aufgrund dessen, dass ihr so viele Tierstelle mit drauf sind, würde das normale Standard Giants Limit hier überschritten werden. Ist aber auch alles in dem Falle mit verlinkt. So, zu den Hardfacts der Karte relativ einfach. 127 Felder findet ihr hier auf der Karte, inklusive 7 platzierbare oder platzierte Farmen, die schon platziert sind, dementsprechend vordefiniert sind und ihr nur noch kaufen müsst. Also dementsprechend eine ganze Menge Multiplayer-Spaß. Handelt sich dabei trotzdem um eine normale Standardkarte, also nicht 4-fach oder 16-fach oder sonstiges. Ne, wir haben keine Multifrüchte mit drauf verbaut. Ne, das ist alles soweit Standard. Wir haben Fabriken schon fest mit vorplatziert. Das sind die Standardfabriken aus dem 22er Standard, soweit so klar. Dementsprechend sind auch die Verkaufsstellen hier schon mit drauf definiert und sind die Standardverkaufsstellen, die man halt dementsprechend so kennt. Zwischen 3 bis 4 ist alles dementsprechend mit dabei. Die Höfe selber müsst ihr kaufen. Ein Indikator, wo die Höfe sind, sind immer dieses Icon hier, dass da eine Kalkstation mit dabei ist. Aber ansonsten seht ihr jetzt hier die Flächen, die ich gekauft habe. Das sind insgesamt 7 Stück. Da befinden sich die Höfe. Einer im Osten, einer im Süden, einer so im Südwesten, einer so direkt in der Mitte, dann so Süd, ja, so westlich in der Mitte, dann und dann im Nordwesten so ein bisschen. Ihr seht das Ganze hier. Das sind dementsprechend die Höfe. Je nachdem, manche Sektoren gehören hier zusammen, wie die beiden oder die Dinger hier, ne? Aber da befinden sich die Höfe generell. Ansonsten haben wir hier in der Mitte, wo wir auch starten, ne, das ist eigentlich unser Startpunkt, haben wir den Händler. Dort am Händler habt ihr auch schon mal ein paar Maschinen, die vordefiniert sind, beziehungsweise die euch als Startequipment gegeben wird. Könnt ihr natürlich schon komplett tauschen und verkaufen, je nachdem, wie ihr das Ganze handhaben wollt. Könnt ihr halt wie ein Dachdecker. Ne, ansonsten haben wir halt hier den Händler. Ne, kennen wir ja bereits, soweit so klar. Und dann bewegen wir uns einmal Richtung Osten. Da wird der erste oder einer der 7 Höfe ist. Und dann seht ihr das Ganze, wie das hier schon vordefiniert ist. Ihr habt überall Anschluss zu den Straßen. Das ist alles kein Problem. Und ihr habt ja halt diverse Unterstellmöglichkeiten. Manches ist, wie gesagt, aus dem Standardspiel, wie zum Beispiel halt hier diese Hörmannhallen oder diese Kalksilos und so weiter und so fort. Manch anderes ist dann dementsprechend auch ein bisschen extern gehalten, aber ihr seht hier die Tierstelle und Co. Das ist soweit alles im 22er Standard, genauso wie die Silos etc. pp. Ne, und das ist alles hier recht schön mit platziert worden. Also nicht einfach nur so, bitteschön, sondern wir haben hier Büsche oder Hecken, die hier mit definiert sind, was auch die Felder automatisiert mit abgrenzt. Ne, ihr seht das Ganze, die Silos sind alles hier schön mit reingebaut. Die Tierställe schmeicheln sich dementsprechend hier den Hof auch mit an. Ne, und ihr seht, das ist alles von der Atmosphäre her relativ geil gemacht. Obwohl, was ist das Wort relativ, das können wir streichen, das ist in dem Falle geil gemacht. Hier hinten ist zum Beispiel noch eine Fläche, die können wir auch kaufen. Die verstehe ich nicht so ganz. Also hier sind ein paar Bäume drauf. Klar, die könnt ihr theoretisch gesehen fällen. Und ansonsten gehe ich mal davon aus, dass ihr das Ganze dann einfach ja, pflügen könnt. Und dann entweder A, macht ihr ein Feld hier hinten draus. Und oder ihr ballert hier irgendwie noch eine Erweiterung mit rein. Je nachdem. Wie gesagt, das könnt ihr handhaben, wie ihr wollt. Aber ja, das ist nämlich in dem Fall eigentlich hier, ne? Ihr seht es, ein Tierstall. Aber das ist in dem Falle noch eine freie Fläche, die ihr kaufen könnt. Und wenn ihr die hier kauft, babam, ne, dann seht ihr, habt ihr hier den Schweinestall da mit dazu. Wenn ihr es natürlich nicht kauft, könnt ihr es auch noch andersweitig nutzen. Wenn ihr da mit Landscaping-Tool arbeitet, klarer Fall. Aber ansonsten, jo, so weit, so klar. Jo, und dann geht es hier hinten wieder raus. Ne, und dann seid ihr dann dementsprechend schon wieder auf euren Feldern. Zu den Feldern selber sind, wie gesagt, eine ganze Menge mit 127 Stück. Ich würde mal definieren, klein bis mittel. Groß, ja, also klar könnte man jetzt sowas wie hier schon als groß bezeichnen, aber es ist eigentlich eher so ein Mittel, ist auch eher was für kleinere bis mittlere Maschinen, was alleine schon an der Straßenführung, wie ihr hier das Ganze seht, schon somit gedacht ist, weil mit riesengroßen Teilen,
Also mit riesengroßen Maschinen kommt ihr hier auch nicht wirklich voran, beziehungsweise nicht wirklich durch. Das muss man wirklich sagen. Die Felder sind meistens im quadratischen Zustand. Mal hier und mal da ein bisschen Abwandlung, ne, ein bisschen krumm, ein bisschen schief in Anführungsstrichen. Aber insgesamt scheint es helferfreundlich, sodass ihr da, wenn ihr mit Helfern arbeiten wollt, weniger Probleme haben solltet. Ansonsten haben wir noch hier, ne, es geht oben mal hoch und mal runter. Es ist nicht alles nur allglatt, sondern wir haben verschiedene Höhenlagen im Terrain hier mit drinne, ne, wo es auch mal ein bisschen steiler wie hier nach oben geht und das ein bisschen mehr Herausforderung kommt. Gerade wenn ihr so schwächere Maschinen benutzt, ist das bestimmt eine nette Geschichte. Ansonsten, wie hier das Sägewerk zum Beispiel, das sind die Produktionen, die hier standardgemäß mit drauf verbaut sind. Die sind hier und da und überall. Ihr müsst sie halt kaufen, ist klar. Also direkt rangehen und kaufen und oder dann noch zusätzlich die Produktion selber sowieso kaufen. Das Land könnt ihr dazu noch kaufen. Dann haben wir hier so eine Art Forstgebiet, könnte man sagen. Das könnt ihr auch kaufen. Ne, kostet, ist sogar recht schmaler Dollar, muss man sagen. Also nicht mal 650.000 dafür, dass hier so einige Bäume rumstehen. Also auch für die Forstliebhaber sollte da einiges dabei sein. Und das Ganze schmiegt sich auch recht nett hier noch mit ran, muss man sagen. Ne, auch hier sind dann noch ein paar Verkaufsstellen bzw. ein paar Produktionen mit drin, dass ihr das Ganze nutzen könnt. Zum Beispiel hier die Rapsmühle bzw. Ölmühle mit verbaut ist. Ab und zu immer solche kleineren Deko-Elemente hier. Ne, und es wirkt klein, süß und gemütlich. Und hier drüben haben wir dann auch schon den nächsten Hof, wo ihr dann hier wieder reinkommt. Und da habt ihr da schon wieder das nächste Ding, was ihr da wieder benutzen könnt. Die Höfe sehen nun nicht alle gleich aus. Die wurden auch immer anders gestaltet. Mal gibt es ein großes Silo, mal ein Durchfahrsilo, mal ein kleines Keilsilo. Mal sind hier ein Kuhstall, da ist hier mal ein Schafstall mit dabei oder halt ein Schweinestall, je nachdem, oder ein Pferdestall mit dazu. Die Gebäude sind an sich teils gleich, ne? Aber klar, so viel gibt es da aktuell auch noch nicht, davon mal abgesehen. Aber der Modder, slash die Mapper, haben sich da durchaus schon Mühe gegeben, dass das Ganze immer wieder ein bisschen anders wirkt. Und wie gesagt, mit 7 Farmen könnt ihr rein theoretisch hier mit 7 Mann drauf spielen und bei 127 Felder hat trotzdem jeder genug zu tun. Davon mal ganz abgesehen. Und dadurch, dass die Karte auch relativ durch die vielen Felder groß wirkt, ne, also es ist ja alles hier zack, 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 alles so ein bisschen abgeschnitten, das Ganze, hat man auch genug Abstand zueinander, nicht, dass man sich permanent immer auf einer, naja, aufeinander hängt, ne, muss man ja auch dazu sagen. Ansonsten viele Bäume hier platziert, weil, wie gesagt, was ja nochmal zur, ich nenne es mal zur Dichte hinzufügt, was also im Endeffekt bedeutet, man kann halt nicht vom einen zum anderen Map-Ende so weit schauen, sondern es ist halt immer überall irgendwas platziert, was die Map nochmal größer wirken lässt insgesamt. Und das ist natürlich auch nochmal ein guter Punkt, was die Atmosphäre natürlich nochmal mit nach oben pusht, ne? Ansonsten sowas halt hier, ne? Dass hier zum Beispiel die Verkaufsstellen sind. Wie gesagt, das ist von den Standard-Maps, also von der Ami-Map, von der Franzosen-Map und so halt übernommen worden. Das ist klar. Aber ansonsten, ja, haben wir hier den nächsten Hof, den ihr euch holen könnt, ne? Auch immer mal wieder anderer Untergrund, wie ihr seht, ne? Hier ist halt so dieser Schotter-Stein-Mix draus gehandhabt. Aber ja, das ist ein ganzer Hof, könnt ihr hier kaufen. Ist halt wiederum eine Tierfläche hier insgesamt. Jo, was mir hier noch ein bisschen aufgefallen ist, es gibt so ein paar Elemente, wie ihr hier seht, ne? Da ist ein bisschen zu weit gemalt worden. Hier haben wir zum Beispiel das Gras, was hier zu sehr ans Feld reingemalt worden ist. Aber das sind so Kleinigkeiten. Was den Spielern aufgefallen ist, weil die Karte ist schon seit ein paar Tagen draußen, ist, dass es teils noch Probleme geben könnte bei der BGA oder allgemein bei einzelnen Flächen, die man nicht mit benutzen kann. Das kann ich jetzt hier in dem Falle leider nicht testen. Das sind aber so kleinere Dinge, die da noch mit dazugekommen sind, die jetzt schon als User-Feedback mit drin sind, die ich euch weitergeben kann. Aber ansonsten ist den Jungs und Mädels bis dato nicht wirklich was aufgefallen. Natürlich kann es hier und da immer mal zu Problemen kommen oder zu kleineren Fehlerchen, wie zum Beispiel das gerade mit dem Feld. Aber hey, meldet es den Mappern und dann wird es halt im nächsten Update einfach gefixt. Ne? Und viele Kleinigkeiten kriegt man auch erst dann mit, wenn man aktiv auf der Karte hier spielt. Aber man muss wirklich sagen, schöne Modded-Karte. Ne? Also man erkennt nicht, dass hier die Basis irgendeine Standardkarte ist. Ne? Das ist wirklich einmal komplett umgekrempelt und umgebaut hier. Klar, wir haben die Standardobjekte teilweise hier mit drin, ne? Klarer Fall. Aber gut, wir sind auch gerade in der 7. Woche, Pi mal Daumen nach Release. Ne? Also von daher ist das hier wirklich schon schön gemacht worden. Auch die BGA hat was hier mit den 2 Keil-Silos mit dazu, hier ein paar Unterstellmöglichkeiten und auch die Wege, die hier zur BGA führen, ne, das ist alles so ein bisschen
ja, eng gestaltet ist mit den ganzen Büschen und auch hier mit den Straßen und so weiter und so fort. Das sieht wirklich cool aus, muss man sagen. Also großes Lob an die Mapper, die das hier hergezaubert haben, auch das mit den Höfen und so weiter. Ist wirklich cool gemacht. Jetzt sind wir schon wieder an dem Punkt, ne, wo wir gerade eben dran waren. Ne? Also zack, einmal hier rüber. Wie gesagt, wirkt im ersten Moment riesig. Die Map versteckt das auch ganz gut. Aber ja, es ist eine Standardkarte. Aber trotz all dem, an jeder Stelle was zu gaffen, so rum. Und wirklich schick gemacht. Also, falls ihr keinen Bock mehr auf die Standardkarten habt und ihr sucht Abwechslung, dann ist die Maypole Farm, oder Maypole Farm, je nachdem, wie man es richtig ausspricht, definitiv schon mal die erste Anlaufstelle, muss man sagen. Ne? Also wirklich genial gemacht. Und im Vergleich zu den anderen Maps, die jetzt aktuell so draußen sind, die teilweise noch nicht final sind, könnte man hier schon sagen, boah, kann man so lassen. Werden natürlich noch Updates kommen, ohne Frage, aber das ist jetzt so für ein Release hier, toppi. Ne? Ihr seht ja auch nochmal bei Feld 24 ist das gleiche Problem. Das sind so Kleinigkeiten, die werden gefixt, aber ansonsten passt das doch alles. Ne, wirklich schöne Karte, schöne Arbeit, Jungs, da muss man wirklich großes Lob aussprechen. Thema Lock. Ich habe jetzt hier im Singleplayer keine Fehler. Ihr seht, das lädt und lädt und lädt und alles schick schön. Selbst wenn ihr die Karte das erste Mal laden tut, muss man dazu sagen, hier der Fehler ist vom Standard Giants, da nicht wundern lassen. Wenn ihr die Karte hier das erste Mal bespielt, es muss nicht mal großartig Shader Cache geladen werden. Ne? Also da habt ihr auch mit Lags am Anfang gar keine Probleme. Es gibt aber berichtet, dass der ein oder andere Spieler im Multiplayer irgendwie Logfehler hatte. Ja, müsst ihr gucken. Modder ist aber schon dran, aber es wurde eigentlich schon gesagt, keine Logfehler. Und ich habe jetzt hier ebenfalls im Singleplayer, wie gesagt, das ist Standardgelump, habe ich jetzt hier auch nichts gefunden. Aber einfach die Augen aufhalten und gegebenenfalls melden, falls euch was auffällt. Ihr wisst ja Bescheid. Nun, Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.